Dieter Hallervorden mit Gerhard Rollner, Nonstop Nonsens im Jahr 1977. Da, du grinst schon, ne? Bringeling, das Telefon klingelt. Von Seidewitz? Ja, hier parliert Ihr Butler. Ich wollte Ihnen nur sagen, Ihre Kuelsa ist tot. Die Kuelsa? Ja. Ich kenne keine Kuelsa. Na, die nette Braune, die nach dem Melken immer den Eimer umgestoßen hat. Ist das alles? Und deswegen rufen Sie mich an? Ja. Also hören Sie mal, ich habe 3000 Kühe. Da brauchen Sie mich doch wegen eines Rindfleischs nicht anzurufen, ja? Oh, ich dachte ja nur, weil es die Elsa war. Also bitte, das nächste Mal brauchen Sie mich deswegen nun wirklich nicht zu bemühen, ja? Ende. Moment, hallo, Moment mal. Ja. Woran ist denn die Kuh bitte schön gestorben? Oh, der ist das Dach von der Scheune auf den Kopf gefallen. Das Dach von der Scheune? Wie ist denn das passiert? Naja, die Scheune ist abgebrannt und da konnte sich das Dach alleine in der Luft natürlich nicht halten. Und da ist es irgendwann runtergefallen und direkt darunter stand die Kuelsa. Und ich kalkuliere, dass das Dach einfach zu schwer war für die Kuelsa. Ja, aber wieso ist denn bitte schön die Scheune abgebrannt? Na, wegen dem Funkenflug. Was für ein Funkenflug? Naja, also Ihr Landsitz brannte und der Wind stand eben denkbar ungünstig für die Kuelsa. Ja, aber bitte, wieso ist denn mein Landsitz abgebrannt? Na, Ihr Sohn, der hatte im Vestibül ein paar Stufen übersehen, da ist er gestolpert und hat sich beide Arme gebrochen. Na, bei der Gelegenheit hat er auch gleich den Leuchter mit den brennenden Kerzen fallen lassen. Das war natürlich Pech für die Kuelsa. Also nun sagen Sie mal, wieso lassen Sie denn da meinen Sohn mit brennenden Kerzen rumlaufen? Na, wir wollten es Ihrer Frau halt ein bisschen nett machen zu ihrer Beerdigung.